Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es in meinem Video um etwas geben, was ich mir schon richtig lange vorgenommen habe. Und zwar kennt ihr das bestimmt, wenn ihr einfach mal was loswerden wollt. Und damit meine ich nicht von der Seele reden, sondern wörtlich etwas loswerden. Viele von euch räumen vielleicht regelmäßig euren Kleiderschrank auf und das mache ich auch. Und dasselbe mache ich aber heute auch mit meiner Make-up-Sammlung, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel sehen könnt. Und zwar habe ich das vor einem Jahr schon mal gemacht. Vor einem Jahr bin ich nach Potsdam gezogen und dann habe ich meine ganzen Sachen, also nicht nur meine Make-up-Sammlung, alles, was ich besitze, aufgeräumt, durchsortiert, aussortiert und einige Sachen zum Beispiel weggeworfen oder auf dem Flohmarkt verkauft oder auf eBay Kleinanzeigen. Und heute mache ich das Ganze nach einem Jahr mal wieder mit meiner Make-up-Sammlung. Und deswegen sind wir heute hier. Ich wollte euch mitnehmen. Ich wollte einfach mal ein bisschen Platz schaffen, vielleicht für was Neues und vielleicht auch ein bisschen, ja, mich ein bisschen reduzieren. Genau, ich bin jetzt 28 und ich habe schon sehr, sehr viele Jahre mit Make-up experimentiert und hatte auch super viel Spaß dabei. Und die Zeiten sind vorbei, wo ich zum Beispiel auch andere Mädels für irgendwelche Bälle schminke oder genau, dafür habe ich einfach keine Zeit mehr. Und deswegen nehme ich euch heute mit und zeige euch mal meine Make-up-Sammlung. Ich kann vielleicht auch über das eine oder andere Produkt so eine kleine Mini-Review machen. Und genau, ich räume heute auf mit euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! So, das hier ist mein Make-up-Platz. Normalerweise seht ihr mich immer nur quasi von der anderen Seite, wenn die Kamera so schwenkt. Und heute zeige ich euch aber mal meine Make-up-Sammlung. Hier ist ein Teil davon, der aber schon sehr reduziert ist. Hier könnt ihr das sehen und dann sind die Schubladen gefüllt. Achtung, Chaos! Und genau, das Ganze wollte ich heute mit euch durchgehen und ich würde sagen, wir fangen an. So, das hier ist ja die meistgefüllte Schublade, würde ich sagen. Hier sind Mascaras, Lippenprodukte, Augenbrauen, ja, so kleine Töpfchen, die hier nicht mehr reingepasst haben, Concealer, Foundation, Highlighter, Bronzer, hier, ich weiß nicht, für euch, die Niki-Tutorials kennen, es gab so eine Zeit, wo sie das immer als Primer benutzt hat und das habe ich natürlich auch ausprobiert. Hier habe ich alten Schätze, Puder, nochmal Foundation, Primer und flüssige Highlighter, Puderquasten und ich würde sagen, da fangen wir doch gleich mal an. So, fangen wir bei Lippenprodukten an. Das hier ist ein von Sephora, von der Eigenmarke Rouge Infusion. So ein, ja, sollte eigentlich so ein Liquid Lipstick sein, aber irgendwie kann ich euch das mal auf der Hand zeigen. Es trocknet nicht matt, es schmiert einfach nur. Ich würde sagen, das kann weg. Das hier sind meine Liquid Lipsticks von The Balm und auch wenn ich sie nicht mehr so oft trage, ich mag sie wirklich sehr. Also, ich glaube, die behalte ich. Ebenso Liquid Lipstick, also diese ganze matte Phase, ist im Moment nicht mehr so bei mir, aber den behalte ich. Die Farbe ist wirklich super schön. Das ist ein Lipgloss, den benutze ich ab und zu von Rossmann. Diese hier, diese Soft Sensation Lip Color Butter von Astor, die benutze ich ganz gerne, die behalte. Das ist sowas ähnliches in so einem Aprikoton. Aber das hat so Glitzer drin, ist auch nicht mehr viel drin. Ich glaube, das kann weg. Super alter Lipgloss von Catrice. Ich glaube, der kann weg. Das hier habe ich mir mal gekauft, weil Fanny Pilgrim den empfohlen hat, falls ihr die kennt. Farbe ist ganz schön. Ja, vielleicht benutze ich es nochmal. Habe ich jetzt noch nicht so mega oft benutzt, aber behalte ich mal. Das ist so eine Mischung aus mattem und ja, glänzendem
von NYX, zeige ich euch auch mal. Fand ich eigentlich ganz cool. Lässt sich nur ein bisschen blöd auftragen. Falls ihr im Hintergrund meine Waschmaschine hört, lasst euch nicht ablenken. Ist eigentlich ganz schön, lässt sich nur ein bisschen blöd auftragen, aber behalte ich mal. Jetzt noch ein paar NYX-Produkte, die ich absolut liebe, in unterschiedlichen Farben, und die behalte ich. Das ist matt, das ist auch matt und das beides sind Glosse, die behalte ich. So, kommen wir zu meinen Mascaras, die ich hier habe. Hier noch so eine ausgelutschte Bürste, ich glaube, die kann auch weg. Ja, meine Mascaras. Wer mich kennt, weiß, ich habe nicht so das beste Verhältnis mit Mascaras, weil meine Wimpern, zu wünschen übrig lassen. Die hier von Manhattan, die kam weg. So eine richtig alte Probe von Benefit. Die habe ich richtig gerne gemacht von Clinique. Die kann aber auch weg, kann man schon gar nicht mehr lesen, was da drauf steht. Die von Clinique, die fand ich auch richtig gut. Kann ich euch mal zeigen, da sind so kleine Federn drin. Das ist jetzt aber schon super ausgelutscht, aber... da sind so kleine Fiber, die die Wimpern verdichten, kann aber auch weg. Diese hier habe ich mir mal gekauft wieder, das war eine Empfehlung von einer YouTuberin, hat aber für mich leider gar nichts gemacht. Und das sind so meine beiden Favoriten, wobei ich diese hier wirklich am allerliebsten mag. Das ist meine allerliebste Mascara, als so ein Bürstchen, das gefällt mir richtig gut und gibt den, selbst meinen Wimpern auch Schwung. Okay, weil diese hier wasserfest ist, werde ich sie, glaube ich, nochmal behalten. Ich glaube, diese drei behalte ich. Augenbrauenprodukte. Augenbrauen, das ist aber auch so ein großes Thema gewesen. Das ist hier so ein Kit mit Puder und sowas Cremigen. Und das Puder ist ganz cool, deswegen behalte ich es. Das ist hier von Anastasia Beverly Hills. Das war hyper teuer und habe ich eine Zeit lang echt gerne benutzt. Da ich jetzt aber lieber dezentere Augenbrauen mache, benutze ich sehr selten, aber ich würde sagen, ich behalte es erstmal. Das sind so meine beiden liebsten Augenbrauen-Gele. Einmal von P2 und einmal von Essence, und die behalte ich. Und diese beiden können weg von Alverde und Essence. So, ein uralter Gel-Eyeliner von Manhattan kann weg. Und ein Paintpot und ein Color-Tattoo von Maybelline. Benutze ich nicht mehr so oft, weil ich das Gefühl habe, dass meine Haut in den Lidern da sehr doll austrocknet. Aber wenn ich so ein aufwendigeres Augen-Make-up machen will, dann nehme ich erst eine Augencreme und dann eins von diesen beiden. Und deswegen behalte ich sie. Und auch wenn ich jetzt im Winter, mache ich wieder meinen Nasentrick. Wer das Ganze noch nicht kennt, ich verlinke euch das hier oben in der Ecke. Weiter geht's mit meinen Primern. Das hier von L'Oreal, das habe ich eine ganze Zeit lang als Primer benutzt, das kann aber weg. Das hier ist einer meiner Lieblingsprimer von Catrice, ist aber fast leer, aber behalte ich, liebe ich. Der von Pixi, den habe ich eine Zeit lang echt gerne benutzt, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, der ist nicht mehr gut, der kann aussortiert werden. Dieser hier von Make Up For Ever, den benutze ich ganz gerne, wenn ich trockene Haut habe, den behalte ich. Nichts Besonderes von Catrice kann aussortiert werden. Hier habe ich noch einen Lichtschutzfaktor drin, werde ich jetzt im Winter, Herbst wahrscheinlich nicht so oft brauchen, aber behalte ich. Und mein absoluter Favorit, die MAC Strobe Cream, die behalte ich natürlich. Kommen wir zu Foundation und Concealer. Zunächst einmal Concealer. Das sind alle meine Concealer, es sieht erstmal sehr viel aus. fangen wir mal an. Diese beiden Concealer habe ich von LA Girl, habe ich ja bei Amazon bestellt, und die gefallen mir auch echt gut. Die benutze ich, wenn ich zum Beispiel so einen No-Make-Up-Day habe, wenn ich einfach nur ein bisschen Concealer drauf mache, Mascara, und dann bin ich fertig. Dafür mag ich die wirklich gerne. Die sind manchmal ein bisschen schwierig aufzutragen, die haben so einen Pinselapplikator. Aber man gewöhnt sich dran. Dann den habe ich früher super gerne benutzt. Den Pro Longwear Concealer von MAC. Der ist aber so dickflüssig und echt schwierig aufzutragen, finde ich, mittlerweile. Da gibt es so viel bessere, aber irgendwie kann ich mich noch nicht ganz trennen. Die benutze ich manchmal, wenn ich irgendwie so einen blauen Fleck habe oder irgendwie sowas, wenn ich auf eine Hochzeit gehe oder so, wenn ich das abdecken will. Deswegen behalte ich es nochmal. Der von NARS, den habe ich eine Zeit lang recht gerne benutzt. Der ist auch sehr schön hell.
Ich benutze ihn jetzt nicht mehr so oft, aber ich denke, ihn werde ich ihn erstmal noch behalten. Den Tarte Shape Tape Concealer, den habe ich mir gekauft, weil so viele auf YouTube den empfohlen haben. Aber ich finde ihn echt ein bisschen austrockend und schwer aufzutragen. Aber der war so teuer, deswegen behalte ich den und benutze ihn noch ab und zu. Mein aktueller Favorit, der Löscher von Maybelline. Ganz komischer Name. Eine ganze Zeit lang hatten die mal nicht die richtige Farbe für mich, aber diese passt jetzt vor allem im Sommer ganz gut. Das ist die Farbe, was steht denn das? Ich weiß es nicht mehr, behalte ich aber. Und das war eine ganze Zeit lang meine Lieblingsconcealer von Urban Decay. Auch zwei unterschiedliche Farben, je nach Sommer- oder Winterstatus. Und dieser hier ist sowieso ein bisschen leer und auch relativ dunkel und der kann weg. Kommen wir zu Foundations. Das ist im Moment meine Lieblingsfoundation, die ich gerade so neu für mich entdeckt habe von Essence. Die Perfect Liquid Foundation, die hat Louisa Lyon empfohlen und ich finde sie auch wirklich gut. Das ist eine Foundation von MAC, die Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation und ich benutze sie wirklich sehr selten. Wenn sie nicht so teuer gewesen wäre, würde ich sie vielleicht aussortieren, aber so werde ich sie noch ab und zu benutzen. Das hier sind so aufhellende Tropfen von Catrice und davon habe ich mir relativ viel versprochen. Weil ich ja super hellen Hautton habe, dachte ich, da könnte ich einige Foundations aufhellen, aber das hat mir nicht so gut gefallen, das kann weg. Jetzt kommt meine Sammlung an Fit Me Foundations von Maybelline. Mag ich wirklich sehr gerne. Ich habe sehr viele Farben, wie ihr sehen könnt, und die sogar zweimal. Die 100 ist natürlich die hellste, die werde ich im Winter wieder sehr gerne nehmen. Und die 110 ist komischerweise sogar heller als die 105. Aber die mische ich dann auch untereinander und die mag ich super gerne. So, jetzt habe ich noch einmal von L'Oreal die Nude Glam. Das ist eher so eine BB-Cream. Die benutze ich auch ganz gerne. Jetzt für den Winter wird sie mir allerdings wahrscheinlich zu dunkel sein. Und diese hier habe ich eine Zeit lang so gerne benutzt, die Infallible. Die ist halt super matt, aber im Moment benutze ich sie gar nicht mehr und die ist auch schon ein bisschen älter, die kann ich aussortieren. Das ist quasi die Foundation zu der BB Cream und die habe ich super gerne genommen, aber ich kann sie irgendwie gar nicht mehr finden. Aber ich werde sie behalten auf jeden Fall, die mag ich super gerne. Und mein alles geliebtes Puder von MAC, das ist das Mineralize Skin Finish Puder in Light. Ist zwar nicht ganz günstig, aber absolut empfehlenswert. Ja, eine etwas ältere Foundation von L'Oreal, die True Match. Die ist nicht schlecht, aber ich habe so viele andere, deswegen benutze ich sie kaum. Ich denke, die kann weg. Mein über alles geliebtes Rouge von Milani. Ihr kennt das wahrscheinlich, Luminoso ist fast leer, aber heißt geliebt. Mein zweitliebstes Rouge von Milani, aber längst nicht so oft benutzt. Ist das hier, das ist halt ohne leuchtenden Effekt, Coral Cove, behalte ich. Mein All-Time-Favorite Highlighter behalte ich auch. Hier sind nochmal zwei Bronzer, wo man schon gar nichts mehr erkennen kann, wo die Schrift schon fast ab ist. Hier der von NYC, den liebe ich, der ist aber auch schon super, super leer. Aber behalte ich natürlich. Eins meiner ersten Rouge von MAC habe ich immer noch. Ist auch immer noch nicht leer. Ist, glaube ich, Cubic, aber man kann es wirklich gar nicht mehr lesen, was hier drauf steht. Aber behalte ich natürlich. So, jetzt geht's hier weiter. Hier sind meine ganzen Augenbrauen, Kajal, Lip Liner und so weiter. Und eine Pinzette, die man natürlich immer brauchen kann. Das ist im Moment mein absoluter Lieblingsaugenbrauenstift. Der Slimmatic Ultra Precise. Der hat wirklich eine ganz dünne Mine und der gefällt mir richtig gut. Zeitlang habe ich mal ganz viel diese Filzstifte benutzt von Catrice, kann aber weg. Diesen hier habe ich auch eine ganze Zeit lang gerne benutzt von Trended Up, der Waterproof Brow Liner. Ist aber relativ dick und den behalte ich aber nochmal und der ist auch schon ein bisschen kaputt. Das hier war ein absoluter Fail-Kauf, würde ich sagen, vom Benefit, der war relativ teuer. Aber hat auch eine relativ dicke Mine und malt auch kaum. Der könnte eigentlich weg, aber ich finde sowas immer so schade, wenn man so viel Geld dafür ausgegeben hat. Ein alter Eyeliner kann weg. Ebenso ein alter Liquid Eyeliner von Maybelline kann weg. Dieser Eyeliner wiederum ist ziemlich gut von LOV.
Der hat so eine relativ dünne Spitze. Der gefällt mir richtig gut. Ein alter Augenbrauenstift von Essence Can Wick. Das ist hier von NYX, so ein Wonder Pencil. Den benutze ich gerne fürs mittlere Augenlid, wenn damit die Augen ein bisschen größer wirken. Den behalte ich. Wieder so ein Filz Augenbrauenstift, der kann weg. Hier so ein Chunky Pen Jumbo Eye Pencil von NYX. Man weiß ja nicht, wofür man ihn mal brauchen kann. Vielleicht ein Cut Crease oder so behalte ich nochmal. Ein Micro Brow Pencil. Die habe ich auch eine Zeit lang total gerne benutzt, aber blond ist mir ein bisschen zu warm, deswegen kann der weg. Den hier mag ich ganz gerne, das ist ein schwarzer Pencil-Liner von NYX, den behalte ich. Das ist ein Liquid Eyeliner von Catrice, den finde ich gar nicht schlecht, den behalte ich. Ein Eyeliner von Astor, den behalte ich nochmal. Und mein absoluter Lieblings-Eyeliner, man kann es gar nicht mehr lesen, von NYX. Der ist aber so alt, der kann weg. So, jetzt sind wir bei meinen Liplinern angekommen. Ich finde, Lipliner kann man nie genug haben. Der einzige, der weg kann, ist, glaube ich, dieser hier. Ich benutze lieber diese automatischen. Und der ist zum Anspitzen von Elverde. Der kann, glaube ich, weg. Sieht doch schon viel besser aus. Kommen wir zum nächsten. Hier habe ich ein paar Foundations, die nicht so gerne liegen. Oder wo es besser ist, wenn die nicht liegen. Und ein paar Lippenstifte. Diese Foundation von MAC, die Waterproof Foundation, die benutze ich richtig gerne. Ist auch schon ziemlich leer, die behalte ich. Die von Makeup Forever, die finde ich auch nicht schlecht, die ist aber wirklich super hell, die kann ich nur im Winter nehmen, aber die behalte ich auch. Hier ist eine, die weg kann, die ich schon echt lange habe von L'Oreal, die True Match Lumi, die kann weg, die habe ich in den USA gekauft. Und einer meiner All-Time Favorites von MAC, das Studio Fix Fluid. Da kann man wirklich nichts falsch machen, vor allem wenn man Misch- oder ölige Haut hat. Das ist super. So, zum Thema Lippenstifte. Das ist einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt von Catrice. Das ist so eine Farbe, die so einen Pink-Korallton hat. Und wenn man sie nur so aufpresst, dann hat sie so einen ganz schönen leichten Tint. Und wenn man sie malt, dann wird sie wirklich knallig pink. Also super Lippenstift, den behalte ich. Das sind so zwei Lippenstifte, die von derselben Linie sind, wo der eine mir richtig gut gefällt. Das ist die Farbe Angel, die gefällt mir richtig gut. Und das hier ist so eine Farbe, die sieht richtig schön aus in der Verpackung. Und wenn man sie drauf machen will, sieht sie total fleckig aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf den Lippen wirklich total hässlich, kann weg. Das ist einer meiner ersten Lippenstifte von MAC gewesen. Und ich glaube nicht mal, dass der noch gut ist. Der sieht schon ein bisschen komisch aus, aber ich kann mich irgendwie nicht davon trennen. Hier ist mein richtig kräftiges Rot von Topshop, ist der Lippenstift. Auch richtig schön. Und das war einer, der mir mal zugeschickt wurde von L'Oreal, Color Rich Shine. Ist eine ganz abgefahrene Farbe, aber der leuchtet sehr schön. Finde ich ganz geil eigentlich. So, das war's damit. Jetzt kommen die nächsten Lippenstifte. Das ist ein super alter von Maybelline. Das ist ein Nude-Ton. Der ist eigentlich ganz schön, aber der ist so alt, der kann weg. Der hier ist von Milani. Der ist super hübsch. Den habe ich auch heute drauf. Ich finde immer, dass dunkle Farben mir nicht so gut stehen, aber die Farbe ist so wunderschön. Ebenfalls relativ alt. Ist auch so ein Nude-Ton. Kann weg. Der ist mir auch eigentlich schon zu hell. Ebenfalls relativ alt. Kann weg. Ja, nichts Besonderes von vom P2. Weg. Schon kaputt, kann auch weg. Ah, und dieser hier, den finde ich ganz cool. So ein pinker Ton, den behalte ich noch. Kann weg. Wir waren schon ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Schon eine ganze Menge aussortiert. Machen wir mal hier in meinem anderen Acrylständer weiter. Hier oben sind meine ganzen MAC-Lidschatten drin. Eigentlich sollten die auch ein bisschen besser hier sortiert sein. Nach Farben und nach Finish und so weiter. Ich muss wirklich sagen, als ich angefangen habe, mich für Make-up zu interessieren, waren die wirklich die allerbesten Lidschatten, die auf dem Markt waren. Ich hatte mir auch so Quads gekauft. Die sind auch teilweise so wunderschön, aber diese hier, die Farben hier, das war irgendwie so eine Limited Edition. Das ist richtig abgefahrenen Farben. Aber irgendwie, ich kann mich nicht davon trennen. Auch wenn ich sie nicht mehr so oft benutze. Hier ist so eine Palette von Essence, wo ich die Farben ganz schön fand. Coast and Chill. Aber ich glaube, die kann auch weg. Und meine Fake Lashes. Ach, ich bin ja so ein Fan von falschen Wimpern. Aber ich benutze sie echt selten, aber ich behalte sie erstmal. Für alle, die es noch nie mitbekommen haben, das hier ist meiner Meinung nach der beste Wimpernkleber.
Der grüne von Dior. So, was haben wir hier? Noch ein MAC Blush. Das mag ich ganz gerne. Das werde ich noch behalten. Das war einer meiner ersten richtig dunklen Lidschatten. So schöne Farbe. Als Andenken werde ich das auf jeden Fall behalten. Das sind so Sachen, so einzelne, die ich mir mal gekauft habe von The Body Shop und Max Factor. Das kann weg. Richtig alter Highlighter von Essence. Habe ich kaum benutzt. Der kann weg. Und auch eine meiner ersten Lidschattenerfahrungen mit L'Oreal. Die können weg. Ach, das sind diese Make-up Forever Metal Lidschatten. Ist so schwierig aufzutragen. Kann weg. Und dieser kann auch weg. Weiter geht's. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das könnte aber ein bisschen heller sein. Und das kann weg. Das kann ja nicht schaden, mal so ein Translucent Powder zu haben. Das kann ich noch behalten. Dieser Bronzer hier, der schon auseinanderfällt, der ist auch echt orange. Der kann weg. So, kommen wir zu meiner Chaos-Schublade. Das ist mein Fixierspray. Das liebe ich und das werde ich auch behalten. Das kann ich jetzt auch auf meinen Schreibtisch stellen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz. So, das sind meine Reiseflüssigkeiten. Schön chaotisch, meine ganzen Paletten. Das ist leer, das kann weg. Pinselreiniger, den kann ich absolut empfehlen, den liebe ich. Die Augencreme hat mir gar nicht gefallen, die kann weg. Creme habe ich eine ganze Zeit lang echt gerne benutzt, aber die vertrage ich nicht mehr so gut, die kann auch weg. Ein Ersatzschwämmchen von Real Techniques, kann man mal behalten, könnte mal sauber gemacht werden. Und mein Ersatz Beauty Blender. Der schwarz ist übrigens der beste, falls ihr euch das mal gefragt habt. Und ein fast leeres NYX Dual Finish Spray. Das von Catrice finde ich viel besser. Kommen wir zu meinen Paletten. Kommen wir zur ersten Palette. Die ist von Pixi. Und ich finde die Farben auch echt schön. Und werde sie im Herbst auch wieder benutzen. Das ist eine super Palette zum Reisen. Die hat meine beste Freundin mir aus den USA mitgebracht. Und die Farben sind wirklich total schön matt. Und gefallen mir richtig gut. Das hier ist die Contour und Highlight Palette von NYX. Ist mir leider mal runtergefallen, ist ein bisschen kaputt. Aber gefällt mir richtig gut und werde ich behalten. So, hier hatte ich auch schon mal ein Video drüber gemacht von LOV, die Iversity Palette. Ich finde die richtig schön. Wunderschön. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Die beiden sind eher so cremig und die anderen sind pudrig matt. Das ist die Coastal Sands Palette. Die habe ich auch von einer Freundin bekommen. Und es sind so schöne Farben. Und die benutze ich auch öfter. Die ist natürlich zum Reisen nicht praktisch, aber habe ich immer am Schreibtisch. So, und jetzt kommen wir zu meiner Leidenschaft, zu Eva-Paletten. Yay! Meine allererste Eva-Palette war die Naturally Yours. Und wie ihr sehen könnt, ich habe sie heiß geliebt. Vor allem diese neutralen, hellen Highlighter-Töne. Und das Schwarz benutze ich auch echt gerne. Und auch hierüber habe ich mal ein Video gemacht. Das ist die Basic Moment Palette. Und die mag ich mindestens genauso gerne. Die hat aber auch wirklich so schöne Farben. Hier die matte Reihe, hier die schimmerige Reihe. Diese hier benutze ich nicht ganz so häufig. Einmal die Smoky Palette. Coca Blend Palette. Die hat so richtig schön schokoladige Töne auch. Und so eine Erdnussbutterfarbe, die mag ich total gerne. Nutze ich gerne in der Crease. Und als nächstes die Rose Golden Palette. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. So, das hier ist die Ausbeute von allen Sachen, die ich aussortiert habe. Ich finde, gar nicht schlecht, oder? Hier werde ich jetzt noch sortieren, welche Sachen ich vielleicht verschenke. Und welche komplett wegkommen. So, das war mein Video. Ich hoffe, dass ihr es spannend fand, meine Make-up-Collection zu sehen oder das, was noch davon übrig geblieben ist. Und so eine kleine Mini-Review, was sind meine Favoriten. Für die, die meine Make-up-Videos kennen, wissen das natürlich schon. Aber ich glaube, das ist ganz interessant. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt besser, jetzt wo ich einiges aussortieren konnte. Gebt mir noch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Videos von mir haben wollt. So, das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Bis dann!